Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heutzutage fährt man regelmäßig mit dem Auto zur Hauptuntersuchung oder zum Kundendienst in die Werkstatt. Vor ein paar hundert Jahren hat man das mit den damaligen Fortbewegungsmitteln ähnlich gemacht. Im 17. Jahrhundert hatte ein Pferd ungefähr einen Wert von heutzutage einem Mittelklassewagen. Verbreitet, aber eben nicht für jeden erschwinglich. Und einmal im Jahr hieß es dann, ab zur Inspektion. Schweiget still und vernehmet folgende Kunde. Zu Berching sollen alle Jahr in der Karwochen sowohl die Stadt- als auch Landpferd zusammengeführt und durch die Rossbeschauer ordentlich visitiert werden. Können Sie anhand dieses mittelalterlichen Kommuniqués erahnen, wofür der Rossmarkt in Berching eigentlich diente? Das ist eigentlich, ich glaube, 1926, wenn ich mich nicht irre, war das richtige Ross- und Fohlenmarkt nur, aber heute ist er meistens nur Pferdeschaft. Boah, das weiß ich nicht. Haben Sie eine Vermutung? Obwohl, dass ich schon 25 Jahre aufreite, aber keine Ahnung. Zuerst war es halt, hat irgendwo mit Lichtmess zum Tür, glaube ich. Also früher war es ja ein richtiger Handel vom Ross. Da wurden die Ross gehandelt, aber heutzutage ist es nur so, dass wir sie präsentieren. Okay, wir klären es auf. Schon im Jahr 1722 wurde der Rossmarkt in Berching zur beschlossenen Sache. Damals gehörten Pferde zu den wertvollsten Besitztümern. Und so wie sie heute ihr Auto warten lassen, wurde auf eine gute Gesundheit der Tiere von Amts wegen großer Wert gelegt. Seit über 300 Jahren gibt es diesen Rossmarkt in der Form, wie er heute ist, seit 1920. Aber vorher waren es Rossbeschauen. Es war nichts anderes, dass zweimal im Jahr die Pferde aufgetrieben wurden, um die Veterinäre schauten sich die Pferde an. Auch 2018 gilt, bevor die Pferde in die Innenstadt kommen, werden sie natürlich auf ihre Gesundheit überprüft. Anschließend geht es dann eher um Schönheit und Eleganz der Tiere. Schon lange ist der Rossmarkt auch politische Kundgebung. Dieses Mal kam Dr. Markus Söder noch als Minister. Beim nächsten Mal kommt er dann vermutlich als deren Präsident. Söder betonte, er wolle den ländlichen Raum weiter stärken. Und darum werden wir nicht nur im Land finanziell unsere Landwirtschaft weiter unterstützen, als Erzeuger von Nahrungsmitteln, als Landschaftspfleger, als Energiewirte, meine Damen und Herren, sondern sie sind für uns auch Bestandteil unserer kulturellen Entwicklung in unserem Land. Nochmal kurz zurück zu den historischen Wurzeln der Veranstaltung. Wenn der Rossmarkt früher die Hauptuntersuchung der Tiere war und man heute anstelle von Autos noch Pferde hätte, dann würden wir jetzt hier Prüfsiegel vergeben. Ungefähr so, Plakette erteilt, nächste Inspektion Februar 2019. Die tollen Tage für Faschingsfans und Narren werfen ihre Schatten voraus und das hat auch Auswirkungen auf den Personennahverkehr im Landkreis. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unseren Kurznachrichten. Die Stadt Neumarkt plant, die Bestattungsgebühren auf ihren Friedhöfen heraufzusetzen. Der Verwaltungsausschuss hat entschieden, dementsprechende Vorschläge dem Stadtrat vorzulegen. So sollen beispielsweise die Kosten für ein Einzelgrab von aktuell 18 auf 44 Euro und für Urnengräber von 56 auf 95 Euro steigen. Hintergrund: Der Kommunale Prüfungsverband hatte bemängelt, dass die Kommune in diesen Bereichen immer wieder Defizite aufweist, zuletzt von 160.000 Euro. Aufgrund des Chinesenfaschings, welcher am unsinnigen Donnerstag in Dietfurt stattfindet, erweitert der VGN sein Busnetz. So werden zusätzliche Busverbindungen zwischen Neumarkt und Dietfurt eingerichtet. Um 12.15 Uhr fahren zwei Zusatzbusse von Neumarkt zum Faschingstreiben in Bayerisch-China. Am Abend um 18.27 Uhr und um 20 Uhr gibt es eine Verbindung zurück in die Jurastadt. Am 13. Spieltag der Saison konnten sich die Kegler des ASV Neumarkt mit 8:0 an die Tabellenspitze setzen. Gegen den SSV Bobingen zeigte das Team eine eher durchschnittliche Mannschaftsleistung. Nach einem schwachen Start konnte man sich jedoch behaupten. Johannes Arnold glänzte mit einer Tagesbestleistung von 623 Kegeln. Die Jurastädter liegen nun mit 2 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und treffen am Samstag die SKG 77 Singen zum Heimspiel.
Gleich nach einer kurzen Pause treffen wir Loriots Erben, die am Wochenende dem zweiten Futur bei Sonnenaufgang nachgingen, um etwas in der Hand zu haben. Außerdem, als der Lehrer die Leinwand holte, bei einem Kinotag im Spielzeugmuseum in Beilngries gab es Filme zu sehen, die jahrzehntelang in Schulen eingesetzt wurden. Das und mehr sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran. Ein starkes Team für Neumarkt. Seit 1994 ist unser Familienunternehmen die erste Adresse für Käufer, Verkäufer, Mieter und Vermieter. Wir begleiten Sie von der Objektbewertung bis zum Vertragsabschluss. Lautenschlager, die Neumarkter Immobilienprofis. Besuchen Sie uns in der Mühlstraße 1. Charivari, das neue Jahrtausend ist endlich volljährig. 2018. Das wird gefeiert. Yeah. Mit dem Charivari Cash Song. Und noch mehr Shoppinggeld für Sie. 50.000 Euro liegen im Charivari Geldtresor. Für Shopping im Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich Ihren Anteil. Stündlich bis zu 1.000 Euro. Nur auf Charivari. Radio an. Cash Song hören. Und gewinnen. Charivari. Charivari. Theater, Musicals und Konzerte mit den bekanntesten Stars. Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten unvergessliche Erlebnisse. Die größte Auswahl Neumarkts im Bereich Kultur und Events gibt's im Wochenblatt Ticketshop. Wir wissen, was, wann, wo läuft. Besuchen Sie uns in der Oberen Marktstraße 52. Neumarkt TV verschenkt den Blumenstrauß der Woche. Teilen Sie uns mit, wer sich aus Ihrem Umfeld für andere engagiert. Und wir überraschen diesen Menschen kostenlos mit einem Blumenstrauß. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. 09181 510 402. Willkommen zurück. Was Loriot einst erfand, um sich über Menschen lustig zu machen, die eine Zusatzqualifikation nach der anderen anstreben, das wurde am vergangenen Wochenende in Neumarkt Realität. Im Klostersaal der evangelischen Gemeinde gab es tatsächlich einen Jodelkurs. Jawohl, sogar mit Jodeldiplom. Man ging zwar mit Ernst an die Sache, hatte aber trotzdem merklich Spaß. Halt, halt, halt! Könnten wir das zum Einstieg ein bisschen langsamer machen? Ja, das ist das Tempo, mit dem die Teilnehmer des Kurses am Samstag das Jodeln lernen. Die Silben haben sie zwar auf dem Notenblatt, doch damit es klingt wie aus dem Mund von Dozent Josef Ecker, sind ein paar Tricks nötig. Die Stimmkraft ist da erst einmal entscheidend und zweitens dann auch, sage ich schon frühzeitig, diesen Kehlkopfschlag, wobei ich den ja immer wieder üben muss, weil vielleicht 10% kriegen den hin und die anderen, die müssen sich da immer wieder anstrengen, dass diesen Überschlag des Tones praktiziert. Während der Erwerb des Jodeldiploms bei Loriot eine ziemlich ernste Angelegenheit war, macht er den Teilnehmern hier sichtlich Spaß. Ganz zu schweigen von den positiven Auswirkungen auf den gesamten Körper. Ein frohes Hollerö setzt Wirbelsäule und Organe in Schwingungen und trainiert Muskeln. Besonders die, wo man sonst nicht trainiert, in der Mitte des Körpers. Ja, das geht runter bis zur Beckenbodenschale. Dass viele Teilnehmer des Kurses in Kirchenchören aktiv sind, hört man gerade bei den mehrstimmigen Passagen recht deutlich. Voraussetzung ist das aber nicht. Der gelernte Musiklehrer Josef Ecker gibt auch Workshops für Manager oder volkstümlich interessierte Touristen. Und wer sein Jodeldiplom dann mal im Gebirge ausleben möchte, sollte vor allem auf die Windrichtung achten. Also wir haben früher als Kinder gelernt, Finger, Mund, zack, und dann haben wir gleich gewusst, woher kommt der Wind. Dann lässt man in die andere Richtung an den Felsen heran ganz kräftig seinen Jodelton. Man muss dann auch kräftig absetzen, damit es dann zurückkommt. Und dann funktioniert es auch. Übrigens, was hat ein Jodler mit einem Boygroup-Song gemeinsam? Genau, das beste Musikstück ist nichts ohne eine knackige Choreografie. So, heute schauen wir einen Film.
Solche Aussagen haben schon vor Jahrzehnten für Jubel in den Klassenzimmern gesorgt. Für die Dauer einer 8 oder 16 mm Spule konnte man dann den oft monotonen Ausführungen des Lehrers entfliehen oder vielleicht sogar im Halbdunkeln des Biologiesaals ein bisschen Schlaf nachholen. Hin und wieder gab es dann aber keinen Lehrfilm über das Paarungsverhalten der Drosophila zu sehen oder über die Geschichte des Römischen Reichs, sondern ein Märchen oder einen Kinderfilm, wobei das dann eher nur in den Stunden vor den Ferien der Fall war. Im Spielzeugmuseum Beilngries wurde für die Besucher am letzten Sonntag ein Stückchen Schulzeit wieder lebendig. Am Nostalgie-Kino-Nachmittag zeigte der kulturhistorische Verein Beilngries-Kinding zum Teil über 70 Jahre alte Filme. Lehrfilme technischer Art, genauso wie Märchen. Ungefähr 1956 habe ich den Film in der Schule gesehen. Der Hase und der Igel. Und ich habe in der Zeitung gesehen, der kommt heute und den will ich noch mal sehen. Ich habe eigentlich den Anfang der Schulfilme mitbekommen, als Kind, der Hase und der Igel. Und deswegen bin ich natürlich hergekommen, weil ich das mit ganz, ganz großen Kinderaugen noch in Erinnerung habe. Also mir hat es sehr gut gefallen. Der kulturhistorische Verein rettete die alten Filmrollen vor der Vernichtung. Die Filme stammen aus der ehemaligen Kreisbildstelle Beilngries, die in den 90er Jahren aufgelöst wurde. Und die Filme sollten damals entsorgt worden. Der kulturhistorische Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Filme zu bewahren und sie eben heute noch den Besuchern, den interessierten Besuchern zugänglich zu machen durch diese einmaljährliche Aktion. Es ist eine Aktion von 12 Aktionen im Jahr, die wir machen, um immer wieder auf unsere Museen aufmerksam zu machen, um die Museen lebendig zu halten. Natürlich merkt man den Streifen an, in welcher Zeit sie entstanden sind. Heutzutage müssen Videos, die in Klassenzimmern laufen, wesentlich schneller geschnitten und gesprochen sein. Damit die YouTube-gewöhnte Jugend nicht das kollektive Klassennickerchen antritt, bevor der Lehrer die Play-Taste gefunden hat. Faschingsveranstaltungen gibt es jetzt natürlich ohne Ende. Was sonst noch in Neumarkt und der Region geboten ist, das verraten wir Ihnen jetzt. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Der Faschingsball der Maximilian-Kolbe-Schule Neumarkt gilt als der letzte große Faschingsball in der Jurastadt. Dieses Jahr findet er am Freitag, den 9. statt. In der kleinen Jurahalle heizen dann DJ Paul Paladin und Klostergold den Gästen ordentlich ein. Los geht's um 19 Uhr. Karten gibt es im Wochenblatt-Ticketshop für 6 Euro oder an der Abendkasse für 8 Euro. In der Kulturfabrik Berching präsentieren Lissi und die weißen Lilien ihres Damen-Salonorchesters am Freitagabend ein Spektakel mit großartiger Musik, Situationskomik und einigen Überraschungen. Los geht's um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab 20, an der Abendkasse ab 22 Euro. Jeder, der gerne liest, aber nicht genügend Zeit hat, sich einen Überblick über alle Neuerscheinungen zu verschaffen, sollte nächste Woche in die Stadtbücherei Dietfurt kommen. Am Mittwoch, den 14. gibt es dort eine Book-and-Break-Veranstaltung. Neue Bücher werden vorgestellt und es gibt auch die Gelegenheit für gute Gespräche. Und schon jetzt sollten Sie sich den 21. Februar vormerken. Dann beginnt im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge die nächste Staffel der Vortragsreihe Architektur und Baukultur. Andreas Meck, ein Architekt aus München, gibt dann einen Werkbericht über seine renommiertesten Projekte. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war's mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Wenn Sie Lust haben, dann besuchen Sie uns doch auch mal im Internet. Unter neumarkt-tv.de, da finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie's gut!